Ärgern Sie sich über das Zuspiel? Nein, überhaupt nicht. Ich bin das gewohnt. Ich habe diese Fragen so oft gehört. Ich mache hier welche denn? Welche denn? Ob Fluch oder Segen? Oder? Ja, ob Fluch oder Segen. Wie ist das eigentlich? Ja. Ich mache meinen Job in Hamburg, ich mache Politik, ich mache das schon seit 4 Jahren. Wir haben jetzt 5 Jahre mutmaßlich in der Opposition mit Rot-Grün vor uns und sind da schon mitten in den Startlöchern und all das andere interessiert mich da auch nicht weiter. Also ich wollte Sie jetzt gar nicht angreifen, mal abgesehen davon, dass ich den Film auch gar nicht gemacht habe, aber wenn man jetzt dieses Gala-Bild zum Beispiel sieht, wo Sie ein bisschen auch schon zusammengezuckt sind, gibt es so Sachen, wo Sie im Nachhinein sagen, also bei aller Notwendigkeit, ja, Schlagzeilen zu produzieren und auffällig zu werden im Wahlkampf, das war eine Drehung zu viel? Ja, es gibt Dinge, die muss man nicht jede Woche machen, aber insgesamt finde ich schon, dass man im Wahlkampf auch dahin gehen sollte und versuchen sollte, die Menschen da zu erreichen, wo sie auch sind. Und man darf sich nicht zu fein sein, auch mal in einem Magazin wie der Gala ein Interview zu geben und vielleicht auch Fotos zu machen. Ich meine, es gibt von allen blöden Bildern, von mir auch, ja, wo ich Leute sofort sagen würde, hätte ich lieber nicht gemacht, obwohl ich irre aufpasse. Ja. Finden Sie wirklich dieses Bild so, dass Sie sagen, dazu stehe ich, das war gut? Ja, das strahlt doch Lebensfreude aus. Wir hatten Spaß. Wir haben wirklich? Wenn Sie da 3 Frauen sich hinstellen und hu-ha-he machen so. Das war ein lustiger Tag, wir haben Spaß gehabt. Warum darf man nicht auch als Politikerin mal Spaß haben? Also ich stehe dazu und ich finde, das darf man auch. Und das darf man auch zeigen, weil mein Leben besteht eben nicht nur aus drögen Akten. Und ich habe auch Spaß. Ich stehe mitten im Leben und das darf man auch ruhig sehen. Da wäre ich total bei Ihnen. Ich habe ihn ja als in Hamburg lebender Mensch verfolgt. Das war ein gut gelaunter Wahlkampf. Trotzdem gab es auch eine ganze Reihe von Menschen, die Ihnen nahe sind und Ihrer Partei, die gesagt haben, es ist furchtbar, wenn man auf das Äußere reduziert wird. Wir hatten ja gerade auch eine Kostprobe von diesem offenbar angetrunkenen Grünen, der da gepöbelt hat. Aber es ist auch doof, wenn man sich selber aufs Äußere reduzieren lässt, freiwillig. Ja, was sagen Sie dann? Ja, das habe ich nie getan. Also das perlt an mir ab, weil das habe ich nie getan. Das haben wir auch nie getan. Ich mache meinen Job, den nehme ich sehr, sehr ernst. Dafür arbeite ich sehr, sehr viele Stunden. Das machen wir auch ganz erfolgreich. Und diese Behauptung, wie gesagt, die beziehe ich gar nicht auf mich. Wir haben einen Wahlkampf gemacht, der deutlich inhaltsstärker war als der anderer Parteien. Also es gibt Parteien, die müssen sich vielleicht gefallen lassen, dass sie tatsächlich nur eine Person und das ohne sämtliche Inhalte nach vorne gestellt haben. Wir haben das nicht gemacht. Aber Frau Suding, also wenn man jetzt bestreiten würde, dass Sie die einzige Person war, die die FDP nach vorne schieben konnte im Wahlkampf, dann würde man wirklich flunkern und lügen. Sie waren das Aushängeschild dieses Wahlkampfes. Können Sie doch nicht sagen, andere Parteien haben vielleicht nur eine Person. Wer, wenn nicht die FDP in Hamburg? Aber das habe ich auch nicht bestritten. Also natürlich haben wir mich als Spitzenkandidatin schon auch in das Zentrum der Kampagne gestellt. Das macht auch Sinn, weil ich einfach einen Bekanntheitsgrad in Hamburg habe, der sehr hoch ist, der sogar höher war als der des Bürgermeister-Herausforderers von der CDU. Deswegen machte das schon Sinn. Das war aber nicht so schwer, muss man leider sagen. Ne? Ja. Haben Sie gesagt. Aber es machte deshalb Sinn und wir haben es ja auch stark mit unseren Inhalten verbunden. Wir haben ja ganz klar immer unsere Kernbotschaften, unseren Einsatz für fließenden Verkehr, beste Bildung, solide Haushalte, haben wir immer mit unserer Kampagne sehr stark verbunden. Ich glaube, das ist uns sogar auch besser gelungen als manchem anderen. Und der Erfolg hat uns ja recht gegeben. Ich versuche Ihnen jetzt mal eine Frage zu stellen, die Sie entspannt, ja, wo Sie nicht in die Verteidigung kommen. Wenn man so einen Wahlkampf loslegt und die Meinungsumfragen sind bei 2%, ja, wie viele Chancen, also was für eine Wahrscheinlichkeit gibt man sich selber, dass man das noch wuppt? Geht man da spielerisch ran, sagt man, ich habe sowieso nichts zu verlieren, also gebe ich jetzt alles, sagt man, weißt du was, wenn ich da nicht reinkomme, ist auch nicht so schlimm. Wie sind Sie da rangegangen? Ich habe schon dran geglaubt, dass das klappt. Ich habe das 2011 schon geglaubt, da waren wir in einer ähnlich schwierigen Situation. Da waren wir nicht mal im Parlament vertreten damals. Auch die Umfragewerte waren auch nicht besonders gut. Ich habe einfach geglaubt, dass es funktioniert. Natürlich muss man dafür eine Kampagne machen, die sich abhebt, die richtig trommelt, die richtig reinhaut. Ich habe aber damals im letzten Herbst eine Stimmung gespürt. Ich bin ja sehr viel auch unterwegs, mache viele Veranstaltungen, stehe auch viel am Infostand. Ich habe da eine Stimmung gespürt, die gut war, die für uns deutlich auch greifbar war. Und ich habe gesagt, okay, diese Stimmung, die müssen wir jetzt nutzen. Im Wahlkampf ist so ein Feld, wo sich die Menschen dann tatsächlich auch mal mit Hamburger Politik beschäftigen. Das ist ja nicht immer so, dass man... Aber wäre es für Sie schlimm gewesen, wenn Sie gescheitert wären, für Sie persönlich? Oder haben Sie gesagt, ich weiß, dass ich in jedem Fall was weitermachen werde, was auch gut ist?
Ja, also ich habe daran geglaubt, dass es klappt, aber es ist natürlich, mein Leben hängt nicht dran. Also das wäre ja schlimm, wenn mein Leben von der Politik abhängen würde. Hm. Ich bin da mal sehr plötzlich in die Politik reingekommen, habe vorher einen Beruf gehabt, den ich sehr, sehr gerne ausgeübt habe, den ich immer weiter ausüben könnte. Ich habe meine beiden Kinder. Also natürlich fällt man ja nicht in ein Loch, oder ich würde nicht in ein Loch fallen, wenn ich keine Politik mehr machen würde. Aber ich wollte es unbedingt und mein Team wollte es unbedingt. Und deswegen haben wir uns auch richtig reingehangen im Wahlkampf. Wenn Sie sich Kolleginnen und Kollegen anschauen, die Politik machen, welchen Preis wären Sie nicht bereit zu zahlen? Oh, da gibt es einiges. Also schwer zu beantworten, da gibt es einiges. Wie viel Zeit haben wir? Ja, fangen Sie an. Also. Ich schweige einfach. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine gewisse Unabhängigkeit hat. Also wenn man irgendwann merkt, man kann in seinem Leben nichts anderes mehr machen als Politik, dann ist man natürlich auch in gewisser Weise erpressbar, auch von den eigenen Parteifreunden. Man kann nicht mehr entspannt seinen Weg gehen, man kann vielleicht auch gar nicht mehr so entspannt seine Meinung sagen, sondern muss sich immer danach richten, was will der andere jetzt hören oder was akzeptiert die Partei. So eine Situation würde ich nie erleben wollen. Ich möchte da immer unabhängig sein und wirklich das tun, woran ich glaube, was ich wirklich für richtig halte. Ich kann da gerne auch Gegenwind ertragen, aber ich möchte immer sagen können, was ich tatsächlich denke. Was hat sich am meisten verändert an Ihrem Wesen, seitdem Sie Politik machen? Sind Sie vorsichtiger geworden? Sind Sie härter geworden? Haben Sie sich Abwehrmechanismen zugelegt, durch die man gar nicht mehr dringen kann? Ja, man braucht Abwehrmechanismen. Also das Politikgeschäft ist schon ein hartes, besonders auch teilweise die Auseinandersetzungen der eigenen Partei. Die sind schon heftig. Das hat mich auch damals überrascht. Da legt man sich einen Panzer zu. Also ich meine, man kann nur entweder sich diesen Panzer zulegen oder man muss das Ganze wieder sein lassen. Ich habe mir diesen Panzer zugelegt. Natürlich versuche ich immer darauf zu achten, kann ich diesen Panzer im Privatleben denn überhaupt noch ablegen? Verändere ich mich da? Und wie bin ich denn eigentlich da, wo ich tatsächlich ja auch kritische Stimmen auch noch stärker zulassen muss? Da habe ich einen sehr, sehr kritischen Blick drauf und ich hoffe, es gelingt mir. Bisher kriege ich da die Rückmeldung von Freunden und Familie, dass das geht. Wissen Sie, dass eine sozialliberale Koalition in Bremen mal zerbrochen ist, unter anderem an Frau Keil? Ja. Ist das so? Ja. Da sind wir heute noch stolz drauf. Kennt ihr die Geschichte? Weil die Sendezeit fast zu Ende ist, muss ich die, glaube ich, selber zusammenfassen. Es war so, es ging um die Bremer Universität. Und die politische Ausrichtung dieser Universität hat die FDP so empört, glaube ich, war mit 30... An einem Pädagogen, ja? Herrn Gottschalk. So ist es, dass die damaligen drei Senatoren aus dem Senat ausgetreten sind. Seitdem waren Sie auch nicht mehr an der Regierung in Bremen. Das war nicht direkt in die FDP, aber ich meine, dass die Universitäten mal so einen Erfolg haben, das ist auch... Das war aber, Katja, 71. Also, ja, das war ja vor meiner Geburt. Also, ja. Deshalb erzähle ich in die Geschichte. Sie trifft nicht die geringste Schuld. Ich bedanke mich und bin gespannt, was Sie aus 4 Jahren in der Opposition machen. Ich persönlich habe nie geglaubt, dass Olaf Scholz mit Ihnen eine Koalition bilden würde. Sie selber irgendwann mal wirklich im Ernst? Ja, es wäre besser gewesen für die Stadt. Also die Schnittmengen zwischen Das verstehe ich, aber haben Sie es wirklich ernsthaft geglaubt? Ich habe es für Möglichkeiten durchaus und ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass ich meine, die Koalitionsverhandlungen laufen in Hamburg, die müssen erstmal zu Ende geführt werden und solange da die Tinte unter dem Koalitionsvertrag nicht trocken wenn ist. Wenn Scholz mit Ihnen zusammengeht, verspreche ich, dass ich hier in aller Öffentlichkeit mich strafbar mache und ein Glas Kaber trinke. Okay? Wette gilt. Okay? Und wir schauen uns jetzt an, was unsere Maiboschi-Jungs aus 90 Minuten Häkelzeit gemacht haben auf ihrem Sofa. Ich bin sehr gespannt, ob die Mützen fertig geworden sind. Und ihr kriegt auf jeden Fall schon mal einen Häkelapplaus von uns. Felix, komm zu mir. Oh, ist wirklich was geworden. Das ist für mich jetzt? Natürlich. Haben Sie die Challenge ist... Dieses schmale Ding für meine Riesenmützkopf, da. Die ist... Oh. Passt. Oh, cool. Judith, I like. Du siehst toll aus. Ja? Danke. Ja. Sieht super aus. Also, und der Riesenkopf passt rein. Und bei mir auch.
Sehr schön. Also obendrauf haben Sie vorhin noch das fallen lassen, dass Sie jetzt auch häkeln lernen. Deshalb habe ich Ihnen das auch noch mal zum Selbstversuch. Aber es, ich bedanke mich, aber es ist hoffnungslos. Ich danke, die Tochter. Giovanni häkelt jetzt noch eine Runde nach Sendeschluss. Und ich glaube, Achim Reichel und Frau Professor Keil möchten noch Kava trinken. Wir haben noch einiges vor, aber wir verabschieden uns jetzt schon mal. Ne? Vielen herzlichen Dank. Sendezeit leider vorbei, aber wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 27. März. Und jetzt folgt der Comedy Contest. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke an unsere Gäste.